So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori. Ich hatte leider vor der Pause eine Aufnahme hier gemacht mit, ich glaube, 3-4 Stunden von Ori. Hab dann aufgehört aufzunehmen und hab gemerkt, geil, OBS hat das den kompletten Sound zerschossen. Und deswegen musste ich jetzt halt quasi den Anfang nochmal neu spielen und wir werden das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. In diesem Sinne können wir auch schon loslegen. Wir haben in der letzten Folge, also ich habe es exakt wieder so gespielt wie damals. Wir haben jetzt in der letzten Folge hier dann den Hebel gezogen, damit das Holz runterkommt. Und dann schauen wir mal, was dieser Hebel uns jetzt Neues bringt. Oh, und es geht genauso los wie beim letzten Mal. Ich renne in alles rein. So, okay, schauen wir mal. Also, das rote Ding ist noch gefährlich. Wunderbar, Lebenszelle. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Jetzt mal aufladen, das ist da unten. Können wir vielleicht? Können wir nicht. Oh, okay. Nein. Ich hab das Teil. So, okay, haben wir. Wir speichern mal. Und genau, da unter uns ziehen wir den Hebel, den wir hatten. So, das kann alles weg. Hier brauchen wir dann die Geisterflamme. Jetzt schauen wir mal hier oben. Was hatten wir jetzt hier oben? Ich hatte das Gefühl, ich habe was vergessen. Ja, richtig. Da drüben die Zelle. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir da überhaupt rüberkommen. Aktuell. Nein, da drüben vielleicht. Oh, was? Wo kommt das Teil denn her? Ja, was? Oh Mann. Toll. Das hat sich ja gelohnt. Nein, da oben kommen wir, glaube ich, auch noch nicht hin. So. Zack. Dann schauen wir mal einfach weiter. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Da drüben wäre sie, aber. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Also schauen wir darüber. So. Gut, dass das Teil wieder gerespawnt ist. Oh Gott, der müsste jetzt nochmal. Okay. So hoch springt er. Alles klar. Dann von weiter oben. Die Stelle wirklich so geplant war von den Entwicklern, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ach Gott, ich dachte, das war schon der letzte. Naja, okay. Also, das ist kaputt, das ist kaputt. Wunderbar, da ist er. Und zack. So. Okay, also, um unten weiterzukommen, was ist denn unten? Sieht man da was? Schon mal Spinnen. Wahrscheinlich irgendwelche Stacheln. Ich gehe jetzt mal nicht runter. Lieber nicht. Um jetzt unten weiterzukommen, müssen wir also da oben mit dem Geisterlicht das ganze Ding kaputt machen. Oh, okay, die machen wir nicht mehr. Alles klar. Das Energietor können wir nicht öffnen. Oh, oh, ich geht. Das sieht echt lang. Bleh. Ah ja, ich kann hochspringen, okay. So, jetzt können wir einmal den hier kaputt machen. Und da runter gucken. Hier war die Lebenszelle richtig. So, jetzt haben wir aber keine Energie mehr und. Okay, schauen wir mal. Kriegen wir irgendwie. Ah, okay. Zack, 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 da hoch und. Hui! Ich hab's immer noch nicht drauf. Okay, Moment, das war zu hoch, weil wir dann an der Decke anstoßen. Wir müssen hier schon rüberspringen, damit wir den Jump schaffen. Okay. Na dann. So, jetzt müssen wir darüber, aber wie gesagt, wir haben keine blaue Energie. Da musste man das Tor aufmachen. Das Tor kriegen wir noch nicht auf. Blaue Energie, blaue Energie. Genau, da ist das aber. Und das komische Vieh, das wir aufschreiben will. Okay, so geht's auch. In der Nähe einer Seelenverbindung kann ich wieder was ausrüsten. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen anders geskillt hier, aber ich fand diesen Baum jetzt aktuell am besten, um ehrlich zu sagen. Erfordert 2 Fähigkeitspunkten. Was war das hier? Tut mir leid, dass ich jetzt hier nochmal gucken muss. Ihr habt es wahrscheinlich erst im Video gesehen, aber wie gesagt, neue Aufnahme ist etwas länger her. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen, verkürzt die Abklingzeit. Abkühlzeit, ha. Eigentlich möchte ich diesen kompletten Baum hier erstmal. Das heißt, ich spare nochmal auf den Fähigkeitspunkt. Ja. Zack. So. Die dänische Spinne, wirft wieder was. Diesmal nicht. So. Und dann ab nach oben und die Spinnen runter. So. Zack. Das ist kaputt. Ich muss doch hier oben war noch was. Ich hätte vorher speichern sollen. Nun ja. Haben wir halt jetzt eine verschwendet. Also, beziehungsweise wir können ja das nicht nochmal aufladen. Machen wir schnell. Können wir nicht, weil es nicht resettet ist. Okay. Nun ja, dann mal ab nach unten in den Tod. Hat er gerade Salto gemacht. So. Hier drüben war was. Genau, die enge Energiezelle, die nächste. Wunderbar. Ach, entschuldigt. Ja, weil ich das jetzt schon mal gespielt habe, ich muss mir jetzt abgewöhnen, hier so durch. Rushen. Ganz, ganz schnell. Okay, also, jetzt spielen wir hier wieder normal. Normal und wieder in die Nacht. Ich hätte speichern sollen. Ja. Weg mit dir. Okay, die roten Dinger, die müssen weghüpfen. Nein, das geht nicht. So. Ins Wasser darf ich nicht, das weiß ich noch. So. Nein, so ging's nicht. Oh Gott! Alter, ernsthaft? Oh je, 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 je. Okay. So, einfach das. Zack. Dann hier drauf. Und weiter geht's. Oh je. Halt, diesmal war nicht der Fehler. So. Ah ja, okay. Also, hier kann man hier springen. Da oben ist eine Lebenszelle. Lass uns mal gucken. Kommen wir denn da? Nee. Schade. So. Ja, ganz komischer Schleim hier. Nein, das war es nicht. Hätte dieser Schleim vielleicht das Ding zerstört? Ha. Das sehen wir gleich, wenn wir nochmal herkommen irgendwann. Ich finde diesen Stil von diesem Spiel immer noch wunderschön. Klar, hatte ich schon mal gesagt. In der ersten Folge zu Genüge, glaube ich. Aber ich bin immer wieder geflasht, wenn ich das hier spiele. Nein, so komme ich nicht drüber. Aber hey, hier komme ich hin. Muss ich hier eigentlich hin? Habe ich jetzt alles übersprungen? Ich muss hier gleich nochmal gucken. Das hat sich bloß gerade so angeboten. Ich speichere mal und kriege wieder zwei Energiezellen. Und dann schauen wir mal weiter. Eigentlich kriege ich doch wieder zwei. Schauen wir mal, was hier versteckt ist. Ist da was? Oder geht's hier weiter? Ihh! Oh Gott, ernsthaft? So ein fettes Teil, was lauter brennende fette Teile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 uncool. Puh. Nein, ah, oh, da liegt immer noch. Was? Oh Mann. Naja, gut. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, hier geht's weiter. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Ich möchte hier alles mitnehmen. Auf keinen Fall was verpassen. Also, ich glaube, hier unten war was. Ja, genau. Ein Kartenfragment. Das hatte ich vorher noch gesehen. Schauen wir mal. Ich komme hier rein vielleicht. Was ist jetzt hier unten? Wow! Oh, okay. Was macht dieses Licht? Au. Ah ja, okay. Aber damit könnten wir das sprengen, oder?
Oh, das probieren wir mal. Okay, Moment. Eklige Spinne. So, springen. 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 Das Ding kaputt machen. Ach, Quatsch. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir kommen mit diesem Jump-Pad quasi. Das Jump-Pad, diese Blüte. Kommen wir hier rüber, oder nicht? Nein. Schauen wir mal. Ich dachte, weil der Stein hier so... Man kann hier stehen. Ich dachte, weil dieser Stein hier so... so rausschaut, aber es geht leider nicht. Ah, da hat der Schleim, der Bobbel ist wieder da. Schauen wir mal. Okay, nee, so wird es nichts. Bewegt er sich irgendwie? Dass der mal zurückläuft oder so? So, ich würde sagen, wir springen jetzt noch einmal drüber, dann ist der Schleim unten auf jeden Fall genießbar. Ah, völlig. Oh, genau so wird's klappt. Ich möchte nicht sterben. Nein, ich möchte nicht sterben. Dankeschön, ich bin zu jung dafür. So, nein, Hilfe! Das hat auch ein nerviger gesehen. Aber es sieht extrem cool aus. Nein, wir erinnern uns, so geht das nicht. Auf instabilem Boden kannst du keine Seelenverbindung herstellen. Jetzt aber, okay. Das lag ich gar nicht, was diese Bombe da rein hat. So. So. Die Kristalle nehmen wir mit. So. Und jetzt gehen wir nochmal runter und schauen uns nochmal den komischen. Spinne ich das. Okay. Also, wir speichern. Wir jetzt wahrscheinlich sterben werden. Und dieser Schleim bewegt sich nicht. Ne, bewegt sich nicht. Nur wenn man drunter durchlaufen, fällt er runter. Also man kann ihn wahrscheinlich schon irgendwie sprengen, aber also ich weiß jetzt auf jeden Fall nicht, wie wir gehen weiter. Oh, die Kristalle nehmen wir mit. Dann weiß ich nie. So. Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier so lange aufgehalten habe. Aber ich wollte hier kein Secret verpassen. So. So, hier unten kommen wir auch weiter. Jetzt gehen wir mal zu dem verrückten Rülpsfrosch. Das Kartenfragment haben wir gefunden. Das passt jetzt hier rein. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ziel, finde den Ginzo-Baum. Okay. Boom. So. Ah, kommt man hier irgendwie... Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich sehe es jetzt zumindest nicht. Dann müssen wir mal weiter. Ich freue mich so auf den nächsten Teil, das wird der Wahnsinn. Ernsthaft? Okay. Würde ich gerne einsetzen. Und ich würde auch mal gerne eine Gesundheitszelle finden, da hätte ich überhaupt nichts gegen. So, das ist echt, echt ziemlich cool. Aber ja, man kann nicht alles haben. So. Okay, Holheim.
Gott, ich speichere hier nochmal. Kannst in der Nähe von... Okay, dann... Erstmal kaputt und speichern. Und speichern jetzt. So. Wir können jetzt natürlich links weitergehen, wir können aber auch rechts weitergehen. Wir müssen hier rechts. Ich würde erst links gehen. Mal gucken, was da so alles versteckt ist. Und bitte geh da drüber. Oh, das ist schon echt knapp gerechnet. So. Einmal Speicherpunkte haben wir. Speichern möchte ich auch. Übliches Viech gefällt mir gar nicht. So, schön. Zack, 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 zack. Und ausweichen. Hilfe! Oh Mann. So. Nein! Oh! Wieso hatte ich jetzt wieder Leben? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich bin immer noch One-Hit. Ein One-Hit. Dachte ich, okay. Gott, gut zu wissen. Jetzt kommt wieder dieser fette Koloss. Und der immer kleiner wird. Oh, das ist perfekt. So, wir speichern und holen uns jetzt mal hier das mit diesen Energiezellen. Jawohl, Energieeffizienz. Entschuldigt, ich war viel zu schnell. Moment, ich zeige euch das nochmal. Energieeffizienz, eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Das bedeutet, normalerweise müsste ich jetzt halt für einen so einen Koppel. Ja, oh. So, ich bin mir sicher, wenn der auf diesen brüchigen Boden schießt, das explodiert, geht der Boden kaputt. Schauen wir mal. Nein, okay, ich lag falsch. Kann ich vielleicht durchkrabbeln? Oh, nein! Ich bin so doof. Ganz toll! Oh Mann! Was mache ich denn? Ja, okay, zurecht. Gut, können wir wenigstens das nochmal vernünftig machen. Huiuiui. So. Okay. Nein, ich komme tatsächlich nicht darunter. Ich dachte, ich muss es irgendwie explodieren lassen. Ach ja, diese. Oh, die rollen ganz gekillig. Das ist gar nicht nett von denen. Oh. Wir gucken mal. Also, wir müssen den hier unten irgendwie dann runternehmen. Was überhaupt nicht ist. Um an die nächste Lebenszelle zu kommen. Wir gucken mal. Also. Halt! Nein, ich will. Ich denke, wir kommen da einfach nicht hin. Wir reichen den jetzt auch mal aus. Ich so mit zu den Rollen schauen. Und so reicht man ihm nicht aus. Also wir müssen einfach zurücklaufen, dann explodiert er selber, wenn er an die Wand prallt. Alles klar. So. Okay, wunderbar. Und hier hoch. So, also den hier anlocken. Und runterrennen, hochspringen. Es ging doch. Wir müssen nur oben bleiben. Alles klar. Gott. Energiezelle. Lebenszelle. Ja, perfekt. Durch Zufall jetzt doch nochmal entdeckt. So kann es weiterlaufen. Und kein stundenlanges Gerätsel. So. Jetzt bauen wir wieder. Nein. Oh, Gott sei Dank. So. Gar nicht nett. Sowas an die Wand zu kleben. Entwickler, falls ihr das seht. Nicht cool. Was ist das denn? Oh Gott. Alter, entspann dich mal. Ernsthaft? Okay, hier ist ein grünes Teil und hier ist eine grüne Wand. Was ist da unten eigentlich? Ah, das ist meine Seelenverbindung. Okay. Hm.
Oh Mann. Dass die Explosion so einen hohen Umkreis hat, hätte ich nicht gedacht. Aber ich hätte es mir natürlich denken können. Okay. Aber wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, kommen wir da oben nicht weiter, oder? Dieser rollende Ball fällt da in die Schlucht. Damit kriege ich es nicht auf. Mit diesem Laser vielleicht? Okay, jetzt holen wir uns erstmal die Lebenszelle. Hallo? Kommst du? Nein, das war zu schnell. Das war zu schnell. Mist. Schon ein bisschen. Hat es gerade. Ja, perfekt. So, Lebenszelle gefunden. Wir speichern. Oh, was? Okay, töten erst das vierte Teil und dann speichern, ne? Ich hoffe, die kommen nicht hier hoch, die Kleinen, ne? Doch, sie kommen hier auch! Nein! Oh Gott, dann sind wir hier runter! Oh Mann. Die zwei Lebensdinger hätten jetzt echt nicht sein müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das assi. Beste Voraussetzung. Wieder schon. Ich bin wieder ein One-Hit. Mann. Am liebsten wäre es mir fast, wenn wir sterben und nochmal neu starten könnten. Ich krieg den nicht hier hoch, ne? Nein, nein. Genauso wenig wie den anderen. Ich glaube, das geht nicht. Also wir gucken mal. Das war ganz schön knapp an meinem Kopf vorbei. So, jetzt startet wieder der Laser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir speichern das mal und schauen jetzt mal, hier, ob man den vielleicht doch irgendwie darüber bekommt. Nee. Also ich halte hier mal auf, wenn, dann bin ich zu blöd. Ich weiß es echt nicht. Und hier sehe ich nichts. Ich kann anschieben. Was hat er denn jetzt gemacht? Also ich glaube, nein, ich glaube einfach, ich komme hier nicht weiter. Ich werde jetzt mal hier runtergehen. Oh, oh, wow. Knappes Teil. Ehrlich? Okay, die Assi-Stelle wieder. Oh ja, den runterschieben ist super. Ah, oh, so ist es super. So, und wieder zurück, den ganzen Weg. Was? Alter, war das knapp! Uiuiuiuiui. So. Mann. Wieder so ein komischer, was auch immer. So. Okay. Also hier war irgendwie nicht wirklich was speichern. Ich fand, hier war jetzt nichts zu holen. Das heißt, wir gehen nach rechts weiter, oder? Da waren wir noch nicht. Rechts waren wir noch nicht. Schauen wir mal, was rechts zu bieten hat. Da ist irgendwas. Ah ja. Du kannst mich eh nicht hitten, aber da kommt jetzt. Genau. Den haben wir vorhin schon gesehen und sind dran gestorben. Und der hupfende, was auch immer. So, und wir können jetzt hier
Der Horuberg Dornenzumpf. Also ich glaube, für den Horuberg fehlt uns noch was. Dass man vielleicht auch so eine Explosion mit Lebenszellen hat, vielleicht. Oh. Was ist das denn? Eine Kugel auf Beinen. Okay, hier ist ja noch Stacheln. Alles klar, okay, okay. Also ich glaube, der muss dahinter, um hochzukommen. Das heißt, wir müssen ihn zurückziehen. Und jetzt habe ich ein Problem. Okay, so, passt. Zack, jetzt kann ich hier oben... kann ich nicht? Was mache ich? Moment. Ach, ja, logisch. Ich muss ihn ganz hinterschieben. Ganz hinterschieben. Um drüber zu springen und ihn dann wieder vorzuschieben. Ist ja klar. So. Aber bevor wir den vorschieben, ich wusste, da ist was. So. Trick X, um dein Spiel zu speichern. Machen wir. Und ich hoffe, dass der Sound diesmal passt. Ich habe vorher extra noch eine Probeaufnahme gemacht. Es sollte alles passen, ansonsten... muss ich jetzt nochmal von vorne spielen. So, und wir schieben den Stein zurück. Ja, richtig gedacht. Okay. Leider ein bisschen spät. Aber gut, was soll man machen? Also diese komische Kugel war wohl ein Gunmo, der ziemlich cool aussah, wie ich finde. Dann schauen wir mal. Drücke X, um Seilen zu ziehen. Ohne die Wasserader. Die hat wahrscheinlich gerade diese Kugel geklaut, der Gunmo. Dann schauen wir mal. So. Ja, gib's hier. Gut. Hier ist eine sehr auf. Ah, okay. Oh, die ist doch nicht so offensichtlich. Jetzt kommen wir nicht mehr da hoch. Ah, okay, wir kommen von links auch gar nicht rein. Schade. Ich bin gespannt, wann wir die alle holen können. Sind jetzt die Fußabdrücke von dem komischen Teil? Da komme ich. Oh nein, das sind nicht die Fußabdrücke. Was zum. Hallo? Uncool. Absolut uncool. Au! Da habe ich mich jetzt ziemlich doof angestellt. Ach halt, hatten wir schon. Entschuldigt. So. Ist das? An dieser Stelle, wir haben nämlich unsere Zeit schon wieder überschritten quasi. An dieser Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns an diesem wunderschönen Baum in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Ich finde das Spiel grandios.
wenn ihr das nicht so findet, schaut nicht zu. Andererseits, wenn euch das Spiel gefällt, dann natürlich, wenn euch das Let's Play von mir einfach nicht gefällt, sagt mir das, wieso, weshalb, warum. Und ich werde da mich verbessern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Let's Play und haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao.